Der Motorradclub der Outlaws hat eine starke Präsenz in den USA und ist auch in Deutschland vertreten. Medienberichten zufolge soll der Club weltweit rund 4.500 Mitglieder haben. Das markante Totenkopfsymbol ist ein Erkennungszeichen der Outlaws. Der Club wurde bereits 1935 als McCook Outlaws Motorcycle Club gegründet, löste sich jedoch zeitweise auf und wurde später wieder belebt. Der Name Outlaws spiegelt die Vorstellung wider, dass sich die Mitglieder nicht an geltende Gesetze halten. Die Rockergruppe ist immer wieder in Verbindung mit kriminellen Aktivitäten gebracht worden, obwohl sie wie andere Motorradclubs diese Vorwürfe abstreiten. Ähnlich wie die Bandidos sind auch die Outlaws Rivalen der Hells Angels und es kommt häufig zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Gruppen. Im Jahr 2010 wurden zwei Hells Angels Mitglieder in Kaiserslautern aufgrund ihrer Verwicklung in den Mord eines Mitglieds der Outlaws zu einer langen Haftstrafe verurteilt. In Deutschland besteht der Outlaws MC seit 2001, als der schwarze Ghost Riders MC der Outlaws Nation beitrat. 2011 gab es eine Razzia gegen Führungsmitglieder des Motorradclubs. In Deutschland wurde 2002 auch der erste offizielle Supportclub gegründet, der Black Pistons MC. Der Outlaws MC wird, wie alle anderen großen MCs auch, regelmäßig in den Verfassungsschutzberichten der Länder aufgeführt. Weltweit gibt es über 280 Ortsgruppen, Chapter. In Deutschland gehören 37 Chapter der Outlaws Nation an. Der Club hat etwa 2500 Mitglieder in den USA, in Europa sind es etwa 2000 Mitglieder.